ein Herz, wo Gottes Gesetz hineingeschrieben ist, weiß, was richtig und falsch ist. Ein solches Herz weiß auch, wann es Menschen verletzt. Ein solches Herz kann auch Verantwortung übernehmen und Reflexionen annehmen. Wir haben eine Geistesfrucht, die heißt Selbstkontrolle. Die können wir aktivieren. Die kann jeder von uns aktivieren. Sich selbst beherrschen. Das Beispiel, das ich euch vorhin erzählt habe, war so eine Übung. Man spürt das. Wenn etwas da im Inneren aufsteht und man eigentlich ausrufen möchte, zurückschlagen möchte, das spürt man. Und das überkommt einem nicht so, dass man da hilflos ausgeliefert ist, sondern, ja genau, man spürt das und je früher man spürt, dass sich da etwas tut, desto schneller kann man Selbstkontrolle übernehmen und sagen, deine Situation, die gefällt mir jetzt nicht. In diese Situation, in die ich jetzt gekommen bin, da fühle ich mich nicht wohl. Aber ich nehme meine Selbstkontrolle. Bleibe ruhig, bleibe überlegt.